Die Neue nimmt Platz. Antje Vollmer, 1994 die erste Grüne als Vizepräsidentin des Bundestages. Gewählt unter anderem mit den Stimmen der CDU. Sie ist eine der prominentesten Politikerinnen der Grünen. Ihre Themen sind? Die Themen, die ein bisschen am Rande der Politik liegen. Vor allen Dingen natürlich aus dem Bereich der Menschenrechte. Und von daher zu sagen, auch für die gibt es jetzt eine Adresse in Bonn. In Bonn profiliert sich Antje Vollmer auch als Vermittlerin. Sie empfängt den Dalai Lama, setzt sich für eine Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen ein. In ihrer Heimat Ostwestfalen tankt sie Kraft. 1943 in Lübeck geboren, sie studiert Theologie und promoviert. Doch ihre Leidenschaft wird die Politik. 1983 zieht sie völlig überraschend mit den Grünen in den Bundestag ein. Es ging uns um alles. Es ging uns um Beendigung der Nachrüstung, es ging uns um endlich Gleichberechtigung der Frauen, es ging uns um endlich Wahrnehmung von Minderheiten, es ging uns um die Rettung der Natur. Vieles wurde erreicht, aber die Entwicklung ihrer eigenen Partei sieht sie bis zuletzt kritisch. Die Waffenlieferung an die Ukraine lehnt sie ab und unterzeichnet den offenen Brief an Bundeskanzler Scholz. Eine überzeugte Pazifistin, die noch vor einem Monat in einem Essay schrieb: Wer die Welt wirklich retten will, der muss den Hass und den Krieg gründlich verlernen. Wir haben nur diese eine Zukunftsoption.